Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Dorfkickers 2, immer noch ohne Mauscursor. Mission. Training haben wir schon lange fertig. Uninvited Guests. Ach ja, das hatten wir uns beim letzten Mal schon angeguckt, so ein bisschen, ne? Schauen wir mal, was hier abgeht. So, ihr kommt erstmal weg. Wir haben noch 2 Leute zur Verfügung. Das ist direkt ein bisschen schade, aber da kann man halt nichts machen. Und jetzt wäre eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um ein paar Schalldämpfer auszupacken. Aber wir gucken uns einfach an, wer hier. Moment mal, wir sollen Geiseln befreien. Das heißt, wir brauchen ein bisschen nicht letale Ausrüstung auf jeden Fall. Und wir brauchen 2 Assaulter mit Top Marksmanship und Assault Shooting. Hier, die beiden sind schon mal ganz gut. Die haben 8 und 6. Na, Phoebe hat auch ein bisschen Assault Shooting bekommen. Ja. Wir nehmen Tube und Strider mit. So, und die müssen wir jetzt ein bisschen anpassen. Leider haben wir noch keine Schalldämpfer, wie gesagt. So, hier brauchen wir auf jeden Fall Flashbangs. Das Spycam ist okay auf jeden Fall. Brauchen wir irgendwas anderes? Ein Hammer zum Beispiel wäre doch total gut, oder? Wir könnten doch mal hier diesen Hammer freischalten. Und dann nehmen wir halt einen Hammer mit. Wer ist denn besser in Field Skills? Ja, die sind beide gleich gut. So, wir haben Slap Charges. Um hier zum Beispiel so ein bisschen Türen aufzusprengen. Ne? Die können wir auch mit dem Hammer aufmachen. Oder hier Fenster aufzusprengen. Was könnten wir denn stattdessen noch mitnehmen? Rauchgranaten, Stinger, nee, der Rest. Wir könnten noch mehr Flashbangs mitnehmen. Ich hoffe, 4 Flashbangs reichen uns. Wir könnten einen hier hinten starten lassen. Das heißt, dieser Perimeter hier ist vielleicht sogar komplett sauber. Man weiß es nicht. Okay. So, ich denke, wir werden hier an diesem Fenster starten. Ja, wir machen das mal so, dass sie sich nicht im Weg kommen gegenseitig. So, und dann darfst du hier nämlich mal... Ach, du hast... Klar, du hast keine Türkamera dabei. Das war doof. Das war schon mal falsch herum. Du gehst hier hin. Und das Fenster leer. Du gehst hier hin, benutzt eine Kamera. Da ist einer drin. Oh, könnte sein, dass er sich hier beeindrucken lässt. Ah, das war falsch. So rum. Schießt er wie wild durch die Tür. Hier, der scheint noch nicht rausgekommen zu sein. Hätte ich den Hammer dabei? Ich hätte schwören können, du hättest den Hammer dabei gehabt. Das war doof, da musst du nämlich erst den Hammer wegtun. So, dann komm mal hier rein. So, wir gehen hier, einmal rum.
Mega-Shootout. Bist du eine Geisel oder was bist du? Ach, das ist ein, einer mit einer Sprengweste. Kacke. Hier nicht vor dieser offenen Tür stehen bleiben. Oder vor dieser sich potenziell öffnenden Tür. Okay. Da ist die Geisel auf jeden Fall. So, hier. Ah, da ist noch einer. Okay. War hier nicht noch einer? Ich hätte schwören können, hier war noch einer. Du hast den Hammer dabei. Gut, den haben wir jetzt natürlich sehr gut benutzt. Also von Teamwork. You're safe now. Thank you. War hier nicht wirklich viel zu sehen. Mal die Geisel in Sicherheit. Nicht, dass die hier noch aus Versehen erschossen wird. Man kann halt auch Türen nicht wieder zumachen, ne? Das ist ein bisschen schade. Schade, ja, jetzt konnten wir den Hammer nicht ausprobieren. Aber dafür lief die Mission doch sehr gut. So, ein bescheidener kleiner Mann. Eine Entführung mal wieder, okay. Wie viele Leute nehmen wir mit? 4. Und wir sollen das Ziel einfangen. Das sieht auch so aus, als wenn wir hier nur Assaulter brauchen würden. Und das Support. Okay. Weiß ich nicht. Wollen wir irgendwo eine Wand aufsprengen? Das wäre doch vielleicht ganz witzig, oder? Dann nehmen wir unseren Lieblingssupport damit. Westmore. On it. Roger. Was hast du dabei? Frag Grenades. Dann nehmen wir lieber Flashbang mit. Ach du bist überhaupt der Marksman hier. Nee, ich wollte dich gar nicht. Sorry. Ich wollte hier Support Brew. Genau. Roger. Mit der Position tauschen. Okay. Also die sehen natürlich hier aus wie Zwillinge ein bisschen, ne? War echt. Nur, dass der eine halt eine Sonnenbrille aufhat. Ja, gut. So, Flashbang, Slap Charge. Du bringst einen Wall Breach mit. Da musst du in das Team hier unten. Okay. Du hast den Hammer dabei. Du brauchst auf jeden Fall eine Kamera. Und wen nehmen wir noch mit? Ich würde der Fili gerne noch ein bisschen trainieren, glaube ich. Weil die sind Field Skills leider nicht so gut. Vielleicht nehmen wir Indy mit. Geben dem den Hammer. Und dann passt es doch auch, oder? Got it. Wo brauchen wir denn den Hammer? Hier können wir den überall benutzen. Wir müssen mal gucken, wie lange wir hier leise vorgehen können. Also hier auf der Seite leise vorzugehen ist, glaube ich, relativ unmöglich. Hier geht das vielleicht. Schalldämpfer, Leute, Schalldämpfer.
Okay, ich glaube, die könnten wissen, dass wir hier sind. Wunderbares Kreuzfeuer hier. Da willst du nicht da rein? Ach, wir können uns auch hinhocken. Oh, okay. gut, dass es die Option gibt. Ich will da rein. Ich will. Ja, danke. Okay. Ich weiß nicht, wie man hier durch diese Fenster vernünftig durchkommt. Nee, du stehst da falsch. Du musst den Gang hier halt richtig überblicken können. So, dann bringst du den mal raus. Steht einer direkt hinter. Kommt er gar nicht mit, der Typ? Der kommt nicht mit, okay. Dann kann man natürlich, wenn man hier sich ducken kann und so, kann man natürlich auch wunderbare High-Low-Situationen hier herstellen. Ach, du hast keine Cam dabei. Wir hatten die Cam. Hast du die Cam? Nee. Okay, ihr habt beide keine Cam. Gut. Zum Glück habe ich die Teams hier auseinandergerissen. Ich würde das gerne canceln, diesen Punkt hier. So, dann machen wir es so. Schön an der Wand bleiben. Die Tür kann man nicht aufmachen. Warum nicht? Ich würde gerne die Tür einschlagen. Warum geht denn das nicht?
ist natürlich überhaupt keine gute Aufstellung hier. Hast du... Nein, du hast... Ja. So, dann tapsen wir mal ein bisschen rum. Okay, da drin ist einer. Niemand. Da ist einer. Ah, den können wir nicht festnehmen. Okay. Von hier aus. Ah, man weiß es nicht. Dazu müsste man erst aufsprengen. Ich vermute, wir können von da aus dahin werfen. Nee, aber er hat den falschen Punkt irgendwie, ne? Aber wir probieren das mal. Können die sich hier gegenseitig erschießen? Ob das so clever ist? Keine Ahnung. Go. Er hat ihn schon gesehen, sonst hätte er eine Blendgranate werfen können. Was haben wir denn noch nicht geschafft? Ich meine, hier ist alles aufgeräumt. Ach doch, wir können ihn festnehmen. Ah, sag es doch. Eben hat es doch nicht funktioniert. Ah, und das war auch unser Ziel. Okay, alles klar. Das da unten war, glaube ich, nur ein aufgebender Gegner, ne, den wir zuerst eingesammelt hatten. Also von dem Hammer bin ich noch nicht so überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass man den manchmal... wahrscheinlich benutzen kann und manchmal nicht. Ha, Schießen und Bewegung. 6 Leute können wir mitnehmen. Geiselbefreiung. Wissen wir, wie viele Geiseln? Ich meine, wir wissen von einer auf jeden Fall. Du kannst eigentlich da bleiben. Das ist ein Viking. Schauen wir zu einem Supporter. So, wir werden wohl einen Supporter mitnehmen. Und einen Sniper. So, wir nehmen auf jeden Fall 2 Assaulter mit. Um diesen Hof hier hinten zu sichern. Dann hätte ich hier gern Support und Sniper. Nehmen wir Brew mit. Dann brauchen wir einen Wanddurchbruch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann auch mal den Hammer probieren. Keine Ahnung, ob der wirklich hinhaut. So, welcher war denn unser Scharfschütze der Wahl? Westmore. Der bringt auch einen Wall Breach mit, das ist sehr gut. Ja, und dann nehmen wir Phoebe und Indy mit. Flashbangs. Spycam. Got it. Ah, was haben die beiden mit eigentlich? Spycam und Spycam, okay, sehr gut.
So, und Indy. Ach, der hat noch den Hammer von eben. Ah, den Hammer hat jetzt Brew. Das heißt, den brauchen wir gar nicht. Dann nehmen wir lieber noch eine Spike Gun mit. So, dann sind die. Da müssen wir nur. So ein bisschen hin und her tauschen. So, und dann schauen wir mal. So. Die Bedienung ist echt nicht kacke, ne? Ich versag einfach nur. So, und du deckst hier diese ganze Seite ab. Ah, das geht schief. Okay, nochmal. So, du schaust in diese Richtung. Was mache ich denn hier? Und du läufst dann einfach hier am Zaun entlang. So, das hier ist dein Feuerbereich. Du schaust ebenfalls dorthin, kommst ja auch am Zaun, aber da du später dort ankommst, wirst du hier kurz halten und das ist dein Feuerbereich. Okay, so, das hätte also schon mal funktioniert. So, dann ist hier diese Tür der Fokuspunkt. Und dann gucken wir schön langsam vor. Achso, was machen wir inzwischen auf der Seite hier? Indy. Gibt es keinen Fensterpunkt? Ne, da gibt es keinen Fensterpunkt. Dann wird Indy dort einmal anhalten. So, du sorgst dafür, dass. Ah, das war zu weit. Dass hier drin alles safe ist. So, du schaust hier einmal hinterm Haus nach. Philly wird sich hier drüben auf diese Ecke konzentrieren. Das heißt, du kommst ein bisschen hier rüber, um Philly nicht aus Versehen zu erschießen.
So, und du krabbelst hier durchs Fenster rein. Benutzt meine Spycam. Dann kannst du nämlich hier drin das mal so ein bisschen klären. So. In der Zwischenzeit können wir hier hervorrücken. Wir kreuzen mal kurz. Jo, da war irgendwas noch ein bisschen verkackt. Zwei sind da drin. Okay. Hier, der Raum ist dafür leer. Da haben wir doch alle Winkel wunderbar erledigt. Das war ziemlich, ja, ne? Also da hat man ganz gut gesehen, wenn man halt die Winkel alle gut abdeckt und sich ein bisschen durch Deckung begibt, ne? Aber auf jeden Fall, wenn man sich halt vorwärts bewegt, so wie auch der Titel dieses Dings hier sagt, und dabei halt die Winkel abdeckt, dass man halt jederzeit feuern kann auf neu auftauchende Bedrohungen, dann kommt man da echt sehr, sehr, sehr gut durch. Ich glaube, wir haben hier nicht einen Treffer kassiert gerade. Das war schon gut, würde ich sagen. So, beim nächsten Mal Tiny Troubles, kleine Ärgernisse. Laute Nachbarn haben wir hier, der Ausblick. Rattenarbeit, okay. Von Tür zu Tür und Zimmerservice. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das leider schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Werden wir mal schauen, was die Ranger hier auf diesen, ja, kleineren Fahrten, weiß ich gar nicht, ob die kleiner sind unbedingt. Door to Door ist ein bisschen kleiner. Aber ansonsten, ja, es sind auf jeden Fall alles kompakte Innenraumkarten. Nicht hier mit so großen Außenarealen, wie wir es hier sehen bei den Karten. Sondern das scheint alles wirklich sehr eng in Innenräumen stattzufinden. Da müssen wir mal schauen, ob man da überhaupt von außen dann zugreifen kann durch irgendwelche Fenster. Oder ob es wirklich nur die Innenräume mitspielen, wonach das hier so ein bisschen aussieht. Außer vielleicht bei Door to Door, da gibt es noch einen. Ja, da scheint es einen Außenbereich zu geben. Ne? Da scheint es darum zu gehen, außen rum zu gehen und durch die Fenster ein bisschen zu arbeiten. Und bei den anderen, da geht es eher darum, wie stürme ich einen Raum, wie räume ich den. Das finden wir dann alles beim nächsten Mal raus. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.